Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Bestcast. Das ist der Technologie-Podcast von TechStage. Mein Name ist Kamal und das hier ist mein Kollege Sami. Hi. Heute geht es um ein neues Smartphone, nämlich um das Honor 9. Und wir haben eure Fragen sowie die Antworten dazu. Das alles und vieles mehr. Jetzt bleibt dran. Eine neue Woche, ein neues Smartphone. Sami war unterwegs in Berlin und war bei Huawei oder besser gesagt bei Honor, der Tochtermarke, die ihre Produkte speziell für die Jugendliche ausrichtet, kann man das so sagen? Ja. Ne? Was haben die da gezeigt zu mir? Die haben uns das neue Honor 9 gezeigt. Ja. Zusätzlich gab es noch drei zusatzkleine Produkte. Die haben ein Fitnessarmband gezeigt. Die haben Bluetooth-Kopfhörer gezeigt, für Sport ausgelegt. Und die haben eine Partnerschaft mit Monster angekündigt für Kopfhörer. Okay. Monster müsst ihr alle kennen. War das eine Überraschung oder hat man das irgendwie erwartet? Das war eigentlich zu erwarten. Das Telefon ist in letzter Zeit ja eigentlich sehr oft geleakt worden. Also sagen wir so, es war nichts Neues, was die jetzt gezeigt haben. Man war von den Leaks, die Leaks wurden eher bestätigt. Deswegen, also es war nichts Neues, was die halt gezeigt haben. Also in China gibt es die Telefone ja meistens immer einen Monat, zwei Monate vorher auch schon. Und dann weiß man, was auf einem zukommt, wenn Honor dann sagt, hier, hey, wir haben eine europäische Veranstaltung. Und dann ist es meistens das gleiche Telefon, nur für Europa, für den Westen angepasst. Was ist das denn jetzt für ein Telefon, das Honor 9? Letztes Jahr hatte ich das Honor 8 gehabt, davor das Honor 7. War ein klasse Telefon, sind sie immer noch. Das Besondere an Honor ist ja, naja, das Besondere ist ja daran, dass sie zu gute Hardware für wenig Preis anbieten. Richtig. Aber das ist ja jetzt so langsam nicht mehr. Weder bei OnePlus noch bei Honor, die ja damals mit schönen Preisen wie 250, 350 und jetzt bei 450, genau, abzüglich also, Hashback, irgendwie 420 liegen. Genau, also Honor selber hat jetzt gestern einen Preis von 450 Euro angekündigt für Deutschland dafür. Aber die haben aktuell sofort eine Aktion am Laufen, wo man das Gerät für 429 Euro bestellen kann, 30 Euro Cashback kriegt und aktuell noch so ein Fitnessarmband im Wert von 67 Euro auch nur dazu kriegt. Also sagen wir so, aktuell, ich weiß nicht, wie lange die Aktion läuft, aber in dieser Aktion lohnt sich das Gerät schon. Und ja. Dann, wenn man diese 67 Euro noch wegnimmt. Welche 67 Euro? Für das Armband, was dazu aktuell mitgegeben wird, dann ist das schon günstig. Aber, 67 Euro kostet das? Ja. Was ist das für ein krummer Preis? Ich weiß es nicht. Das haben die so uns da gezeigt. Okay. Oder 69 vielleicht auch. Okay. Aber das ist das Honor Band 3, wird halt quasi mitgeliefert aktuell. Vor 4,29, wenn man das jetzt sagt. Okay, das ist 4,29 und darauf nochmal ein Cashback von 30 Euro? Genau. Gut. Das heißt, ich lande bei 400 Euro. Bekomme ich dann für 400 Euro ein gutes Smartphone, würdest du sagen? Ich würde sagen, man bekommt eigentlich ein PC. Halt günstiger und ohne Leica und ohne, also Metalloptik. Ja. Weil hier hat man ja jetzt so eine Glasoptik, die sehr funkelt. Die bekommt man. Aber dafür muss man aber auch ein paar Abstriche haben. Es ist nicht so flach wie ein P10. Hat kein OS wie ein P10. Solche Kleinigkeiten muss man verzichten, aber für den Preis finde ich es in Ordnung. Also im Grunde ist das ein P10. Es hat die gleiche Dimension, den gleichen Formfaktor, ein Tick größer, würde ich sagen, ist es. Es ist ein wenig schwerer, 10 Gramm, habe ich vorhin nachgeschaut. Und es ist dicker, wie Samisa schon gesagt hat. Hinzu kommt, dass die Beschaffenheit eine andere ist. Hier habe ich Metall und diese schöne Leica-Kennzeichnung. Hier habe ich Glas und das ist ein 15-schichtiges Glas. Das führt dazu, dass das Licht ganz anders gebrochen und zurückreflektiert wird. Je nachdem, welche Farbe man hat, sieht das nach Tageszeit und Perspektive immer ganz anders aus. Der ein oder andere mag das, das kann schön sein. Viele sagen aber auch nein, will ich nicht haben, weil es ist zu glatt. Wenn man das hier hinlegt und man die Augen dahin bringt, dann kann es mal sein, dass es plötzlich auf den Boden knallt, weil es so glatt ist. Ist uns gerade eben passiert. Ist uns gerade eben passiert und es lag auf einer planen Oberfläche. Also ein bisschen Luft darunter, das bringt das Telefon schon nach vorne. Jetzt so in der Hand rutscht das nicht unbedingt, nicht rutschiger als so andere Smartphones. Aber ja, das ist halt das andere Aussehen dieses Telefons. Genau. Kann natürlich jemand sagen, so, das sieht aus wie ein Galaxy. Stimmt, die Rundungen hinten auf der Rückseite, die sind tatsächlich ein wenig wie Galaxy gemacht. Aber dieses Design, dieses
Glasdesign. Das hatten sie auch beim Honor 8 letztes Jahr. Genau. Jetzt hat das HTC auch mit dem U11 oder mit dem U11. Und sie setzen wieder drauf und setzen halt, bauen dann nochmal ein bisschen auf. Genau, die haben auch erwähnt, halt in dem PK zum Beispiel, dass sie die letzte Jahr 2,5D-Wölbung hatten, jetzt haben die eine 3D-Wölbung, dass sie damit ein bisschen schöner in der Hand Ja. liegt. Aber halt so kleine minimale Verbesserungen, die man eigentlich bei einem neuen Gästensresort erwartet, Ja, das würde ich stimmt. sagen, Das stimmt. als jetzt irgendwas Also, Großes. ja, es ist für mich persönlich ein wunderschönes Smartphone. Es sieht wirklich klasse aus, so wie es hier ist. Wie gesagt, Nachteil ist, es rutscht. Das ist aber sekundär ein Nachteil. Der primäre Nachteil dieses Telefons, und das hatte ich auch damals beim Vorgänger gesagt gehabt, ist, dass man Fingerabdrücke sehr, sehr deutlich sieht. Ist nicht so, dass die Fingerabdrücke angezogen werden, ist aber so, dass man sie sehr deutlich sieht. Das war bei einem P10 nicht der Fall. Auch wenn die Oberfläche hier auf der vorderen Seite rausgenommen wurde, wegen des Fingerabdrucksensors, die auch hier nicht mehr vorhanden ist. Also diese ölabweisende Oberfläche ist nicht mehr vorhanden, weil der Fingerabdrucksensor auch nach vorne gewandert ist. Das ist ein Indiz dafür, dass sie genau das Telefon, genau das Logic Board, das Display, die anderen Subkomponenten einfach genommen, Subsysteme genommen und andere Komponenten und hier umgebaut haben und verkaufen das jetzt als ein Honor 9. Genau, das ist es also nicht. Es ist eigentlich die Arbeit vom P10. Klar haben die gestern erzählt, dass sie für die das Thema Musik optimiert haben. Die haben mit irgend so einem bekannten Grammy-Gewinner gearbeitet und so ein Kram. Klar, da haben die Software-Optimizen gemacht. Die sagen, die Kamera wurde jetzt verbessert. Dieses Bokeh-Modus funktioniert viel besser. Es gibt einen Porträt-Modus. Also eigentlich ist das schon alles, was man von anderen Honor oder Huawei-Geräten schon irgendwie kennt, was halt hier jetzt auch wieder drin ist. Was ich jetzt nicht eigentlich schlecht meine. Es ist schon cool, weil man kriegt halt ein Produkt, wo der Preis halt doch recht niedrig ist. Ja, Ich was meine. für Honor bzw. für Huawei-Verhältnisse so sein sollte. Richtig. Ne? Also man kann darüber nicht meckern. Es ist ein schönes Telefon, finde ich persönlich. Hat jeder aber seine eigene Meinung. Technisch ist es ganz gut. Es hat einen Kirin 960, ist auf Niveau des Snapdragon 820 aus dem letzten Jahr, also noch nicht mal vergleichbar mit dem Snapdragon 821. Ansonsten 4 GB RAM, 64 GB Speicher. Es gibt auch noch eine 128 GB Speichervariante, Genau. aber wir in Deutschland bekommen 64 GB. Und Genau. der Speicher ist erweitert. Es ist ein Dual-SIM-Smartphone. Korrigiere Ja, mich, wenn ich falsch richtig, Dual liege. SIM. Speicherkarten erweiterbar. Genau. Und ja, es hat auch eine Dual-Kamera, auch kein Leica-Branding drauf. Aber es hat die gleichen Linsensysteme und alles ist Genau, also es ist so. keine Leica-Linse drauf und es fehlt auch diese monochroma Filter, was auf dem PC drauf ist, aber im Grunde ist es schon Ja, es hat eine ähnlich. 20-Megapixel-Kamera, weshalb man zweifach nicht wirklich optisch, kann man nicht optisch wirklich sagen, aber wegen der unterschiedlichen Brennweiten zoomen kann. Genau, man kann, ja, das haben die, glaube ich, bei Mate 9 und bei P10 ja auch schon gemacht, bei Genau, P10 richtig. Plus Einen auch. Unterschied hat es im Vergleich zum P10. Ich glaube, das ist der einzig erwähnenswerte Unterschied. Als das P10 damals rauskam und P10 Plus, das P10 Plus hatte einen Infrarotsender gehabt zum Steuern von Heimgeräten wie Fernseher oder sonst was. Das hat das P10 nicht. Aber das Honor 9 hat es schon, und zwar hier oben auf der Kopfseite. Heißt, wenn man die Fernbedienung nicht findet und man möchte den Fernseher bedienen, dann kann man das Smartphone dafür nutzen. Genau. Ansonsten war es das, oder? Das war's. Also die Punkten, also deren Ziel ist wieder Dual Camera, das ist, was Ja. sie sagen, und die schöne Optik. Ohne dass ich wirklich das Telefon hier so ausführlich getestet habe, weil zu mir ist gestern Abend das gekommen, wir haben uns heute Morgen gesehen, als er das Telefon mitgebracht hat, weiß ich so ungefähr, was mein Testfazit sein wird. Das bessere PC, das günstigere Das PC. günstige P10, würde ich jetzt auch Ne? sagen. Es ist das günstige P10, weil man kommt mit dem Gerät gut klar. Ich habe gestern damit noch ein bisschen fotografiert, auch in der Bahn benutzt. Also mir ist jetzt nichts aufgefallen, wo ich jetzt sagen würde, so, oh, das Druckgerät, das ist super schlecht. Aber ich muss sagen, ich habe das auch nur gestern in der Bahn benutzt, also nicht lange. Ich finde es eigentlich super in Ordnung. Ja, absolut kann man auch nicht sagen. Klar muss man sagen, dass die Preise schleichend höher Toll, gehen. richtig. Wir sind nicht doof. Wir
merken das und vor allem die Nutzer merken das, dass die Preise schleichend höher gehen. Wenn jemand ein Honor 7 hatte und jetzt meint, er müsste jetzt sich jetzt ein neues Telefon kaufen, weil 2 Jahre vergangen sind, dann wird er schon sagen, damals habe ich 290 € bezahlt oder 319 € und jetzt wollen die 450 € abzüglich Cashback und jenes Genau. 400 € haben. Das ist schon eine Steigerung, die Visibilität gewinnt. Richtig, klar, weil es wird Jahr zu Jahr, wenn die Dinger minimal, minimal immer teurer. Was ich noch erwähnenswert wäre, fällt mir gerade ein, dass dieses Telefon ist jetzt nicht besser als das Honor 8 Pro, weil das Honor 8 Pro ist doch dann um einiges leistungsstärker. Und ich vermute mal, da das Honor 9 hast, es gibt irgendwann mal auf dem Pro. Ja, ich wollte mir auch mal das Design nochmal anschauen. Also das ist zum Beispiel ebenfalls ein Glas-Smartphone, das U11. Hat auch mehrere Schichten. Ich bin mir nicht ganz genau sicher. Ich glaube, HTC verwendet 10 Schichten. Bin mir aber auch da nicht sicher. Ich meine, mich erinnern zu können, dass sie 10 gesagt haben. Und die verwenden 15 Schichten. Der Effekt ist der gleiche. Das Licht wird so unterschiedlich gebrochen, je nach Perspektive. Es wird schön reflektiert. Der Nachteil ist derselbe oder ebenfalls der gleiche. Fingerabdrücke und ein rutschiges Smartphone. Hier ein wenig besser, weil es dreidimensional gekurvt ist, symmetrisch gekurvt ist. Hier nur weil es vertikal gekurvt ist und nicht horizontal. Trotzdem, ich bleibe bei meiner Meinung, das ist ein schönes Smartphone. Jetzt kann jeder für sich selbst entscheiden, ja, will ich nicht, weil die anderen Farben, die Ordner noch gezeigt hat. Was gab es noch? Das war blau, was wir eigentlich von Honor 8 kennen. Die Was ist das? sagen, das ist Gray. Okay. Also eigentlich finde ich, es sieht wie Silber Habt aus, ihr gerade aber. gesehen, ne? Ist auch runtergefallen auf eine plane Oberfläche. Das ist auch Gray oder Silber, Ach sagt ja, stimmt, das ist ja Gray. HTC sagt dazu Silber, aber wirkt sehr stark blau. Und das Lustige ist, sie haben noch eine blaue Variante, eine richtig funkelnde, schimmernde blaue Variante, die man von Honor 8 damals kennt. Ja, genau das gibt es, was man von einer 8 kennt. Das Blau und es gibt ein schwarzes. Ja, ich würde vermutlich das Schwarze nehmen, auch wenn der Effekt da nicht so toll ist. Ich finde das gar nicht schlecht, weil der Findest Effekt hier da ist schön. Blau ist so, sagen wir so, Blau würde ich jetzt, erinnert einfach an das Honor 8. Immer wenn Ja, man diese Blau sieht. das wirkt so unheimlich metallisch, Ja. ne? So schön, hochwertig, teuer metallisch. Ja. Richtig teuer. Ist das eigentlich auch, aber Ist ja. es auch. So, und das P10 dagegen wirkt sehr dezent. Ja. Ja, die sagen ja auch selber immer, Huawei, also die P10 sind, das ist für die Business-Leute. Diese Honor-Dinger sind für die Jugendliche, die ein bisschen funkeln, irgendwas Schönes haben wollen. Sehr gut. Okay, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Ich finde das ein gutes Telefon. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Und wenn du nichts mehr hast, dann würde ich zu den Fragen springen. Nö, lass uns zu den Fragen. Okay, Fragen. Sehr schön. Die erste Frage kommt von Gian und Gian fragt: Wird HTC jemals wieder auf Metall setzen statt Glas? Vielleicht schon beim U12 oder U12, je nachdem. Ich glaube nicht, Gian. Ich glaube, dass sie auf dieses Konzept hier setzen werden. Hat viele Gründe. Ein Grund unter anderem ist, dass so HTC günstiger ist in der Produktion, als was sie normalerweise mit Metall machen. Sie können nicht die Preise erhöhen hier in Europa. Sie können nicht auf 800, 900 € Niveau gehen. Um das aber zu machen, also sie müssen die Preise erhöhen, wenn sie bei ihrem bisherigen Konzept bleiben, um profitabel zu sein. Aber selbst wenn sie ein Smartphone für 750 € verkaufen, ein aus Metall, machen sie keinen großen Gewinn und sie müssen in die Rentabilität wieder zurück. Das heißt, sie müssen also an ihrem Produktionsprozess was machen und das ist die Beschaffung des Telefons, das Material, also Glas. Hast abgehängt, gar nicht zu ergänzen. Also, Gian lebt damit, Ja, ich habe gesehen, du hast dir einen U11 geholt. Ich hoffe, du bist sehr zufrieden. Ich mag das Telefon auch sehr. Und du siehst ja, HTC ist nicht der einzige Hersteller, sondern es gibt auch noch Galaxy, Honor, Sony. Warte mal, ich Ach zeige ja, das Sony, stimmt. Voll vergessen. Was? Ich muss es eigentlich nicht zeigen, weil die meisten kennen das eigentlich schon. Aber vielleicht ist es in dieser Situation nur angebracht, zu Ja. zeigen, was ich meine. Das ist das vierte Telefon, was wir hier haben, was so glänzt. Also das ist, glaube ich, aktuell so der Markt. Genau, Und HTC macht mit. Shiny ist dieses Jahr Trend. Ja, sehr schön. Broly fragt: Ich überlege vielleicht, mir ein BlackBerry Passport SE zu kaufen. Habe das aktuell, aber will es auch weiterhin nutzen. Wäre ein zweites Gerät, was ich mir kaufe, zur Seite lege, sinnvoll?
Und wenn ja, wie sollte ich es am besten aufbewahren? Sprich, Akku kann ich rausnehmen, kann ich nicht rausnehmen. Und was denkt ihr, was BlackBerry eigentlich nach End of Life macht? Sehr, sehr viele Fragen, aber auch einige Fragezeichen. Das, was ich kann, was ich versuche, das versuche ich dir jetzt einmal zu beantworten. Ich würde mein BlackBerry Passport SE auch zulegen. Hatte ich bis vor kurzem noch hier, weil es so unglaublich cool ist, das Telefon. Ich würde es nicht benutzen, weil es ist nicht vergleichbar mit einem modernen Android-Smartphone oder mit einem iPhone natürlich, aber es hat so viel von der Charakter, diese Charakteristik von BlackBerry. Es ist schön, sowas zu besitzen. Wenn du sagst, du bist sogar beruflich darauf angewiesen und deswegen würdest du dir sogar ein zweites kaufen und zur Seite legen, dann würde ich gar nicht erst überlegen, einfach nur machen. Also du kannst es kaufen, dir zur Seite legen. Ich würde es am besten irgendwo an einem kühlen Ort aufbewahren. Du kannst den Akku nicht rausnehmen beim BlackBerry Passport SE. Du kannst aber das Telefon an einem kühlen Ort legen. Das soll jetzt nicht in den Gefrierschrank rein, aber irgendwo, wo du vielleicht 10, 15 Grad hast, zum Beispiel im Keller oder sowas. Das ist schonend für den Akku. Wenn du es auf den Dachboden legst, wo es tendenziell wärmer wird, weil warme Luft nach oben steigt, dann ist es über 3 Jahre vielleicht nicht so gut für den Akku. Ich würde es am besten irgendwo kühl reinlegen. Und die letzte Frage, was ist, wenn BlackBerry mit dem BlackBerry OS 10 den Support aufgibt? Ich kann mir denken, sie machen das irgendwann. Ich weiß noch nicht, wie es dann einigen Leuten gehen wird, die das nutzen, weil sie verkaufen ja unter anderem noch das BlackBerry Classic. Ich weiß von Palm damals, als sie das WebOS-Smartphones, als sie die WebOS-Smartphones hatten und als HP das dann übernommen hat, Genau. hat HP irgendwann gesagt, ja, wir sind ja raus aus dem Business, dann drehen wir den Dienst Palm Synergy ab. Und als sie Synergy abgedreht haben, komplett ausgeschaltet, dann hat gar nichts mehr funktioniert. Die Prees waren alle außer Gefecht gesetzt, du konntest nichts mehr synchronisieren, du konntest gar keine Serververbindung mehr aufnehmen, Benutzeridentifikation war tot. Das kann sein. Bin ich mir nicht sicher, ob BlackBerry sagt, ja, okay, es lohnt sich für uns nicht mehr. TCL macht den Scheiß jetzt und gut ist. Richtig, also es kann wirklich, wie kann man sagen, weil beim Palm ist es passiert, da kann man zum Beispiel die Geräte nicht mehr aktivieren, weil die Server halt nicht Du hast mehr ja ein ist. Pre-3 noch. Hast Genau. schon mal was angemacht? Nee, ich finde das Ladekabel nicht mehr. Okay. Also wenn jemand von euch noch ein Palm hat, macht das mal an. Der erste Fehler, die kommt, ist, Synergy funktioniert nicht. Ja. Na, also kann ich dir nicht versprechen. Es kann gut sein, dass sie so durchdrehen und sagen, wir machen das einfach mal. Richtig. Wobei bei BlackBerry andererseits, es gibt vermutlich immer noch im Geschäftsbereich immer noch Unternehmen, Co. Die verbinden sich aber meistens mit dem Enterprise-Server. So, ja. Ich bin mir nicht sicher, wirklich nicht. Also ich kann es dir auch nicht beantworten, obwohl ich es sehr gerne machen würde. Nächste Frage kommt von Oliver und Oliver fragt, was ist eigentlich mit euren Handytests hier auf YouTube los? Warum wird es immer weniger? Das ist eine gute Frage, gut, dass es dir aufgefallen ist. Eine Antwort liefere ich dir jetzt. Für uns rentiert sich das einfach nicht mehr. Das hat sich auch in der Vergangenheit nicht mehr rentiert, aber wir waren so eher so getriggert, dass wir gesagt haben, wir wollen es noch nicht wahrhaben und haben das die letzten 2 Jahre gemacht. Videos auf YouTube zu produzieren kostet voll viel Zeit, mit dem Qualitätsanspruch, wie wir es haben oder hatten. Aber die Views sagen immer, sprechen eine klare Sprache. Es sind nur die Fans, die wirklich nur noch zuschauen. Und davon kann man halt nicht deckungsmäßig leben. Wir sind aber dabei, uns eine neue Strategie auszudenken, wie wir mit YouTube umgehen. Wir wollen weiterhin Videos machen. Vermutlich machen wir sie dann nicht mehr so umfangreich, so vielfältig, wie wir sie zuvor gemacht haben. Das können andere Leute, die jetzt seit kurzem hinzugekommen sind, muss man ehrlich sagen, besser. Trotzdem denken wir, dass wir gewisses Know-how noch haben, auch die Möglichkeiten haben und auch diesen Background. Also sollten wir das in einer Art und Weise machen, die einzigartig ist, aber gleichzeitig auch eine komplementäre Funktion zu den bisherigen Genau. Sachen hat. Das heißt, zu den Tests auf TechStage, auf Heise. Und da arbeiten wir gerade einen Plan aus. Und wenn das gut geht, dann wirst du bald wieder Videos von uns sehen. Was wir brauchen ist, klar, wir brauchen natürlich eine Bestätigung von den Leuten. Gucken sich die Leute das Ganze an. Läuft das gut? Aktuell fehlt das Ganze, das demotiviert ein wenig, frustriert auch, aber noch geben wir nicht so schnell auf. Ja, wir planen, dass wir irgendwie die Videos ein bisschen anders gestalten und nicht so umfangreich sind, damit man schneller produzieren kann. Nächste Frage kommt von Mo D. und er fragt, was ist der Vorteil von 4 GB
Arbeitsspeicher bei Android? Wird das überhaupt unterstützt und was hat Vor- und Nachteile im Alltag? Und warum bringen die Hersteller seit kurzem 6 oder 8 GB raus? Naja, es gibt einen Hersteller, der übertreibt. Der bringt 8 GB raus. Und es gibt einen Hersteller, der hat seit kurzem, der hat 8 GB angekündigt, aber 6 GB dann rausgebracht mit einem Smartphone. Das ist dann auch berechtigt bei denen, weil die auf AR und VR setzen. Ich spreche dann von Zenfone AR, von Asus. Klar, Augmented Reality und virtuelle Realität, das ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Sache. Und das erfordert auch diesen Kurzspeicher. Dann gibt es, wie gesagt, Hersteller, die meinen, sie müssen gleich 8 GB reinhauen, weil geiler, ne? Das ist ein Indiz für mich, dass sie nicht wissen, wie man eine tolle Software programmiert. Dann gibt es Hersteller, die sagen, wir haben ein High-End-Smartphone. Wo ist deins? So, dazu zähle ich sowas. Sie kennen, warum ist es so warm? Wireless Ach Charging. so. Dann gibt es Hersteller wie Samsung oder HTC oder LG, habe ich auch noch hier liegen, und Sony, die meinen, 4 GB reichen vollkommen aus, weil das RAM-Management ein sehr gutes ist, weil sie Erfahrung mit Android haben, weil sie wissen, wie eine saubere Software zu funktionieren hat. Das trifft vielleicht auf Samsung nicht so sehr zu wie auf HTC oder andere Hersteller. Aber HTC demonstriert es am besten von allen. 4 GB RAM, saubere Software, toller RAM-Management oder tolles RAM-Management. Und es langt. Und nicht 6 oder 8 GB und 128 GB Speicher und USB 2.0. Was ist denn los mit euch, OnePlus? Und an einen Preis, den man von OnePlus überhaupt nicht so kennt. Ja, diesmal ist es kein Flagship-Killer. Also meine Kritik geht nur an OnePlus, falls ihr das noch nicht gemerkt habt. Wir haben das Gerät nicht da, deswegen will ich nicht so umfangreich darüber lästern, aber ich glaube, OnePlus hat in diesem Jahr so viel falsch gemacht, wie man das nur falsch machen konnte. Ja, wobei das Geld liegt nicht schlecht in der Hand. Sicherlich, das Hast du sicherlich. auch Aber das gestern kann ich nicht gefunden? urteilen, habe ich das nicht da. Ja. Aber ich kann die Strategie beurteilen und denke, gut, das, was sie früher waren, für 349 €, das sind sie heute nicht mehr. Richtig. Wie gesagt, ich kann viel dazu sagen, aber 4 GB RAM ist ordentlich und das reicht aus. Und die Hersteller machen das, das ist die Referenz. Genau, und zu der Frage, ob es unterstützt. Seit, ich glaube, KitKat oder Lollipop unterstützt Android 64-Bit und damit können sie mit mehr als 4 GB zusammenarbeiten. Ja, sehr schön. DCM Line hat zwei Fragen. Und die erste Frage ist, ich habe jetzt das Galaxy S6 und will updaten. Soll ich auf iPhone warten? Wobei ich Android auch nicht schlecht finde. Die Frage ist ein wenig schwierig für mich zu nachvollziehen. Du hast ein Galaxy S6. Du willst eigentlich aktualisieren auf ein möglichst neues Betriebssystem. Aber du willst gleichzeitig auf das iPhone warten. Du findest aber gleichzeitig das Android nicht schlecht. Ja, was denn nun jetzt? Ja, ich glaube, er hat noch zusätzlich gekriegt, sein Budget ist 1.000 €. Also Budget sollte es nicht scheitern. 1.000 €? Alter, das ist voll viel Geld. Hallo, iPhone kostet 900 €. Was erwartest du? Also, ich würde sagen, um das kurz zu sagen, wenn du ein Galaxy S6 hast und zufrieden bist, dann solltest du dir ein Android-Smartphone wiederholen, möglichst von Samsung, dann musst du den nicht so stark umstellen. Wenn du aber sagst, okay, etwas Neues muss her, dann gibt es nur einen anderen Hersteller aus dem Android-Bereich, zum Beispiel HTC. Ist das gleiche, was du auch mit dem Galaxy hast, vermutlich sogar noch besser. Oder du steigst auf das iPhone um und bis iPhone neu kommt, dauert das ja nicht mehr lange. Wir haben jetzt Juni, bis September sind das nur noch 3 Monate. Vielleicht schaffst du das so lange. Genau, wobei, wenn du warten kannst und Android willst, vielleicht lohnt sich auch auf Note zu warten. Das sollten ja vermutlich auch August, September Vielleicht sein. sagst du aber auch, was Note, wenn du schon über Note sprichst, was das für einen heftigen Preis haben wir dieses Jahr. Er hat 1.000 € hat er gesagt. Also, Unsere das Aufgabe kostet ist es, 99. euer Portemonnaie ein wenig zu schonen, indem wir euch die richtigen Vorschläge geben. Und er so, Er hat all 1.000 €. in, los, Alter, fang Los, an. 99. Okay, seine nächste Frage ist, ich habe vor, eine Drohne zu bauen und nach meinen Maßstäben und Ansprüchen, die ich bisher gesammelt habe, sie mit einem Investor später zu verkaufen. Die Technik und der Rahmen entwickelt oder sind bereits entwickelt und ausgearbeitet, glaubt ihr an eine neue Drohnenfirma? Kann ich nicht viel zu sagen. Ich glaube, dass Fluggeräte en masse verfügbar sind, gerade diese Fernsteuerungsmöglichkeiten, diese richtigen Drohnen und alles. Ich weiß nicht, was du da ausgearbeitet hast, aber du müsstest schon jemanden besser sein als jemand. Und das ist zum Beispiel DJI, Unique und andere Firmen.
Genau, also es gibt, also wie kann man schon mal DJI, Unique und Co., also DJI Lan. DJI. DJI. Es gibt halt, die Großen sind schon sehr gut in dem Bereich, und dann gibt es halt so aus chinesischen Unternehmen, wo man sich auch alles Mögliche bestellen kann. Ja. Also du musst gucken, der Markt ist schon, also es sind sehr viele Leute vorhanden. Ich habe aber immer noch nicht deine Frage verstanden. Was meinst du mit, glaubt ihr an eine neue Drogenfirma? Ja, ob, ich glaube, meint, ob es Willst du sinnvoll dich ist. selbstständig machen? Ja, das würde ich jetzt verstehen, Ach wenn er so, sagt, das kann ich, Junge. dafür brauche ich mehr Informationen als was Er hier klar meint, ob ist. es Sinn, glaubt ihr, es wäre sinnvoll, wenn eine neue Drohnenfirma kommt? Kann Man sein, dass du ein soll. Genius bist, ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass es eine Idee ist, die es bereits gibt. Aber ich kann aus diesem einen Satz kann ich das nicht beurteilen. Dafür müsstest du mehr Informationen liefern, wenn es nicht Richtung deine Schutzrechte geht. Mega RHR fragt, ich werde wahrscheinlich im Oktober Wirtschaftsmathematik studieren. Das finden wir schon mal sehr, sehr gut, weil wir Wirtschaftsmathematiker sind. Und wollt euch fragen, ob ich mich irgendwie darauf vorbereiten kann. Da ich schon eine Ausbildung zum IT-Systemelektroniker abgeschlossen habe, denke ich, dass es eine sehr gute Basis für Vorkenntnisse ist. Also wie gesagt, Wirtschaftsinformatik, top. Daumen hoch, ein toller Studiengang. Vor allem für das, was uns in der Zukunft voraussteht, Digitalisierung, da bist du bestens damit ausgestattet. Wie kann man sich am besten darauf vorbereiten? Wenn du ein reiner Informatiker bist, weil du IT-Systemelektroniker gelernt hast, dann würde ich mich an deiner Stelle auf kaufmännische Sachen vorbereiten, Richtung Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, weil wir haben die Erfahrung gemacht, wir konnten das, aber es gab Leute, bei denen war das so. Also die sind durchgefallen. Also VWL würde ich auf jeden Fall Richtig. mir jedenfalls anschauen. Mikro- und Makroökonomie würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ich weiß nicht, wie dann aufgebaut ist, aber Volkswirtschaftslehre, insbesondere Mikro- oder Makroökonomie, würde ich mir anschauen. Genau. Ansonsten Finanzierung, Mathe muss nur ein Ass sein. Also wenn du Mathe nicht drauf hast, dann ist das schwierig. Gut ist, wenn du dir die Grundsachen nochmal anschaust, Analysis einmal durchgehst und dann ist, glaube ich, eine gute Vorbereitung. Genau, ich nehme an, Informatikfächer müssten dann für dich weniger kein Ja. Problem sein. IT-Systemelektroniker bist du gut aufgebaut für das, was auf IT auf dich zukommt. Ich glaube, da würde ich nicht an deine Kompetenz zweifeln, weil alles ist gesehen, gehört. Programmiersprachen ist eher schnell durchgelaufen. Mikro S fragt, wann lohnt sich ein iPad zu kaufen? Weiß nicht, morgen vielleicht? Immer, weil, also sagen wir Was so, jetzt sowieso, weil aktuell ein ganz neuer iPad vorgestellt worden ist. Ja, was sind das für Fragen? Wann lohnt sich? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nein, wenn du ein iPad brauchst, dann holst du dir das. Und wenn du es nicht brauchst, dann nicht. Okay, wir haben noch weitere Fragen. Ich würde aber die weiteren Fragen aufschieben für das nächste Mal, weil unsere Zeit schon läuft und Ja. der Bestcast ewig lang wird. Und Samir meint, er müsste hier die ganze Zeit Witze reißen. Hey, du, Kann los, mich auch nicht los auseinander. jetzt. Na gut, wir sehen uns nächste Woche wieder, dann mit den restlichen Fragen, die wir hier noch haben, plus den Fragen, die ihr auf YouTube stellen könnt. Die nehmen wir dann auf, Samir und ich beantworten sie gemeinsam. Oder auf TechStage, zum Beispiel die BlackBerry-Frage kommt aus TechStage. Da gucken wir auch nochmal drauf. Dann nächste Woche mit einem neuen Thema, frische, coole, neue Fragen, wie zum Beispiel, wann lohnt sich ein iPad zu kaufen? Nein, ich mache Wieso Spaß. bist du so scheiße? Ich Wieso mache bist du so scheiße? nur Spaß. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.